Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, bevor wir hier weitermachen mit Ballenpressen, da wollen wir den Trecker schon mal anschmeißen, werden wir erstmal hier drüben wieder unseren LKW nehmen und den unter unseren Weizendrescher stellen. Der nach wie vor hier vorbildlich exakt zwei Reihen schafft. Das ist natürlich, müsste man jetzt dann, wenn wir den abgebunkert haben, erst ausladen fahren, weil sonst passt das Verhältnis nicht mehr, ne? Weil wir dann wieder mal 7000 Liter abbunkern können. Aber ich glaube, das ist auch egal, weil dann ist er nämlich so gut wie rum, ne? Gut, lassen wir den hier abbunkern, gucken wir dann, was passiert. Wir werden natürlich hier weiter Ballen pressen. Und weiter hoffen, dass bald mal Wachstum kommt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass wir heute noch Wachstum kriegen, an heutigen Ingame-Tag. So, warum fahren wir jetzt bloß so langsam? Sonst sind wir 20 km/h gefahren hier. Rechts ist Gas, ne? Ich weiß nicht, ob wir noch was anderes zum Verkaufen finden. Ups. Ob man dann wirklich noch hier 560.000, mein der Kontostand gäbe, ist schon her. Ne? Müssen wir mal gucken, wenn wir dort durch sind. Weil auf dem Feld ist dann sozusagen Feld 7 ist nochmal Hafer drauf. Weiß nicht, ich weiß nicht. Meine klar, jetzt den Drescher von hier oben da runter holen, nee. Da fahren wir ja wieder eine halbe Stunde über die Map und schaffen nichts, ne? Wir werden erstmal hier weiter Ballen pressen, bis er meckert. Dann treffen wir eine Entscheidung, was wir machen. Wie gesagt, wir wollen ja auch noch hier ein bisschen das restliche Strohwärmer zu Pellets pressen. Und ja, aber oben hier Feld 16, das werden wir nicht, das wird gehäckselt. Da machen wir keine Strohablage. Feld 5 und Feld 4, ja. Das werden wir noch ablegen. Wie gesagt, wir müssen unsere Hofsilo noch füllen. Und wir wollen drüben eigentlich noch, weil deshalb überlege ich jetzt nicht, was wir verkaufen können. Wir wollen ja drüben noch eine Scheune stellen. Beziehungsweise vielleicht doch gucken und wie wir gestern überlegt hatten, müsste ich mir Modhop noch mal angucken, vielleicht nach der Folge jetzt hier, ob wir eventuell dort noch eine Siloanlage kaufen. Aber die müsste ich mir echt noch mal angucken. Wenn natürlich Stroh reingeht, wäre das richtig interessant, anstelle von einer Scheune eine Siloanlage dort mal hinzustellen. Kostet natürlich auch was, ist klar. Wäre auch vielleicht nicht ganz uninteressant. So, dort oben müssen wir uns gleich nochmal um den Drescher kümmern. Also wir müssen ja den LKW leer machen.
meine, klar, wenn wir jetzt hier nochmal drei Hänger verkaufen, sind dann auch nochmal rund 45.000 sind es nicht, aber waren ja 14.000, knapp 14.000 wir kriegen. Meine, wir wollen dann mal eine Ladung voll am Ballenverkauf verkaufen, wenn wir mal sehen, was der Unterschied ist. So, Drescher ist voll. Oh, diesmal hat es nicht geschafft. Schade. Jetzt ist der Ertrag mehr geworden. Das wundert mich auch jetzt ein bisschen. So, dann werden wir einfach mal gucken, ob wir uns hier noch ein paar Liter holen können, wenn wir nebenher fahren. Aber eigentlich können wir den, wenn wir fahren, ausladen, weil das, was dort noch kommt, das geht dann in der LKW rein. Da müssen wir jetzt nicht nebenher zuckeln. Wir könnten noch gucken, ob wir schon irgendwas an unserer Ernte verkaufen können. Das wäre natürlich auch nochmal eine Maßnahme. Meine Weizen oder Gerste, aber ich glaube, Gerste hat man ja schon geguckt, wo wir angefangen haben mit Dreschen. Das ist erst Richtung Winter, ne? Wo wir da das meiste Geld kriegen. Und bei... Oh, komm mal rum. Ja, bei Gerste haben wir geguckt. Bei Weizen... Könnten wir höchstens mal gucken bei Seasons. LVA ist fertig. Kann nur Düngersteuer sein, ne? Die hatten überhaupt seine Arbeit gemacht. Perfekt, ne? Alles schön ordentlich gedüngt hier. So, bei... Ach ne, wenn, dann müssen wir bei Seasons gucken. Und zwar hier bei der Prognose für Weizen. Auch Richtung Winter. Also das lohnt nicht. Und was anderes haben wir ja so nicht. Ich meine, die Kartoffeln, die werden wir drin lassen. Wie gesagt, die nehmen wir ja eventuell mal für Schweinefutter. Und ansonsten haben wir nichts weiter so recht. Noch nicht. Ich meine, wir hätten jetzt hier schon... Also gut, Raps hätten wir klar. Die Rapsernte ist ja auch durch. Und bei den Raps sieht es so aus, dass genauso im Winter oder späten Herbst, Anfang Winter. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber ich denke mal, ich tentiere schon dazu. Ich sag mal, 560.000, klar, bleiben da jetzt bloß 60.000 über, wenn wir das Feld kaufen. Aber wir verkaufen noch, wie gesagt, mindestens noch mal drei Ladungen Ballen.
Wir werden vielleicht auch gleich mal eine Ladung einsammeln und die mal zum Ballenverkauf schaffen, um dann Unterschied zu sehen. Oder hinterher uns ärgern, dass wir dorthin gefahren sind. Ne? Keine Ahnung. So, da kann er sich dann wieder melden, wenn er hier voll ist. Wir nehmen hier unten mal den D8. Fangen einfach mal oben hin ans Feld und fangen das mal an zu sammeln. Weil hier liegt schon noch genug Stroh rum. Also jetzt nicht so, dass uns langweilig wird, ne? Na, eigentlich wollten wir auch noch mal eine Ladung Strohlose sammeln, ne? Für BGA. Ups, müssen natürlich erstmal auf Arbeitsstellung umschalten. Arbeitsstellung und dann sind sie drauf. Das wollten wir ja eigentlich auch noch mal machen. Also mir gefällt fast der Ballenwagen hier besser als wie der andere, den wir bisher benutzt haben. Oder müssen uns einen Fast-Track zulegen, ne? Der fährt auch relativ schnell, aber ja. Da gibt es dann wieder ein anderes Problem, ne? Das sind die Slots. Ja, wenn, dann nehmen wir alle Ballen mit, weil sonst macht das nicht so viel Sinn, wenn die hier liegen bleiben. So, und genau die drei Stück passen ja noch drauf. Ist so wie abgezählt hier, ne? Perfekt. Genau wie wir jetzt hier schon gedüngt haben, müssen wir uns dann auch eigentlich Richtung Herbst Gedanken machen, wo wir Raps ansehen. Ne? Also wir müssen Raps, Weizen oder Gerste, muss was angesät werden. Weil sonst wird es schwierig. Na gut, wir hätten dann diese ersten zwei, oder der 5. und 6. Sommertag, denke ich mal, da wird es eben noch nicht. Ist es erntereif, wenn wir es im Winter ansehen? Wenn wir es nicht im Winter ansehen oder vor dem Winter ansehen, dann wird es alles erst im Herbst reif. Dann kriegt man natürlich, wenn wir noch solches schlechtes Wetter haben, wie es uns jetzt hier droht, so ein bisschen, dann kriegt man richtig ein Problem. Die große Frage ist natürlich auch, wo sehen wir was an? So, hier geht es natürlich besser mit Durchfahren. Wir sagen mal Ballen entladen, an dieser Stelle entladen. Und kriegen hier 10.700, also an der Scheune gibt es mehr Geld. Das steht fest. Also werden wir wohl fleißig an der Scheune weiterverkaufen. Weil so viel fleißig werden wir gar nicht mehr dazu kommen in der Folge, ja. Denn ist ja auch schon eine Viertelstunde um, ne?
Wir werden uns den hier gleich holen, den Fendt, und hier nochmal eine Ladung lose Stroh holen und dann werden wir noch ein bisschen weiter pressen, aber viel werden wir da auch schon nicht mehr schaffen. Weil ich vermute mal, entweder haben wir es schon wieder verpasst. Ja klar, unser Drescher steht doch. Da hat keiner hingeguckt hier. So, der kann hier stehen bleiben. Wir müssen dorthin. Na, mal hinten kräftig dran gefahren, aber da bunkert es auch nicht ab. So, dann holen wir uns unseren Fendt von der BGA hier. Und hier kriegt man auch, hier kriegt man auf alle Fälle 90 Euro pro 1000, also die stehen fest, die sehen wir ja, was in der BGA gibt. Ja klar, die Felder, die wir jetzt hier geerntet haben, hier auf das Gerstefeld, ich sag mal, da hat man ja vorher Raps drauf. Ne? Und wenn wir da gucken, hier bei den Fruchtfolgerechner, Hafermais, Raps, Weizen, naja, wenn wir jetzt, ups, das wollte ich nicht umstellen. Moment mal, wenn wir hier ein bisschen korrigieren, dass wir weiter geradeaus fahren. Wenn ich jetzt hier sage Gerste, Raps, Raps, Gerste und wieder Raps, kommen wir ja immerhin noch auf 1,08%. Wäre eine Überlegung wert, hier oben diese Felder Raps zu machen dann wieder. Aber wo machen wir dann Weizen und Gerste hin? Drüben auf die anderen Felder. Aber irgendwann können wir es gar nicht mehr so recht beeinflussen. Wenn hier Feld 3, ups, Bordsteinkante. Drescher ist fertig. Also mit der Bahn hoch jedenfalls. Wenn hier Feld 3 ist Mais, klar. So, Feld 5 werden wir auch Mais machen. Weiß nicht, ob wir 17, 19, aber wir müssen auch irgendwo Rüben machen. Gut, wenn wir auch Feld 5 Rüben machen. Oh, das weiß ich alle noch nicht. Wollen wir auf alle Fälle nochmal unser Bunkersilo vollhäckseln dann. So, hier einmal abladen. Warum lädt er nicht ab? Einmal abladen. Dann gucken wir mal zum Drescher hin. Ich denke mal, letzte Amtshandlung für heute hier. Wir haben hier mal noch ein Vorgewende machen.
Oh, hier steht in... Ja, der, hier können wir überhaupt nicht vergrößern. Hier steht ja ein Dings drin. Haben wir auch noch nicht mal gerade. Das ist natürlich jetzt schlecht. Das haben wir nicht geguckt, ne? Da steht in... Hochsitz drin. Das ist... Da können wir das Feld nicht verändern. Ungünstig. So, wie gesagt, den Rest, den werden wir das erst, den werden wir dann am Mittwoch fertig dreschen. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.